Hey, wir stehen hier vor dem Accessoire-Laden Akzente und wollen die Diana besuchen. Kommt ihr mit? Diana, wie lange bist du schon jetzt in diesem Laden? Ich bin schon seit 12 Jahren in Marburg. Was hat dich hierher verschlagen? Okay, mit 17 bin ich mal zufällig durch Marburg gefahren und fand das so schön, dass ich am liebsten hier studiert hätte. Aber wie das Leben dann so ist, ist daraus ein Laden geworden statt eines Studiums. Darüber bin ich auch sehr glücklich. Also ich möchte gerne, wenn man sich selber beschenken und verwöhnen möchte, dass diejenigen was finden oder wenn man ein Geschenk für jemanden braucht, dass man da eine schöne Karte für hat, dass man was Praktisches hat, denn viele sagen, oh, Schnickschnack, und dann sage ich immer gleich, Moment, ist fast alles praktisch. Also deswegen ganz viel Küchen- und Wohnaccessoires, natürlich Schmuck für die Frauen, weil wenn die sich belohnen wollen, wollen die natürlich gerne Schmuck haben. Und ich denke, es ist mir eigentlich ganz gut gelungen, wenn man mal so guckt, dass ich da Küchenartikel, also Badezimmerartikel, dass ich Wohnaccessoires habe, Tabletts, Kerzenhalter sind praktisch, Schalen, Vasen. Natürlich auch Kleinigkeiten, weil man braucht immer mal was Kleines, Süßes, was man auch zu einem Geschenk dazulegt. Naja, und dann mein Stolz. Meine riesengroße Auswahl an sehr verschiedenem Schmuck, von Alternativ, Glitzer, über Holz etc. bin ich sehr glücklich drüber. Ja, und ich habe mittlerweile tatsächlich, ich glaube, die größte Auswahl an Postkarten, Grußkarten in Marburg. Also da bin ich echt froh drüber. Zum Beispiel, wenn jemand Hochzeitstag feiert, finde ich sowas ganz schön, erinnert euch, wie es mal begonnen hat. Und das kannst du jedem schenken, ob 60 Jahre verheiratet oder ein Jahr. Und die macht auch diese Fotografien, und zwar alle selber. Vielen lieben Dank, dass wir hier sein konnten, und bis zum nächsten Mal.